Und mit diesen Bildern ein herzliches Willkommen zur heutigen Wanderung, ungefähr 15 Kilometer durch Nürnberg. Der zweite Versuch mit Komoot, was mal wieder wenig gut funktioniert. Es lohnt sich hier durch Straßen, das ist jenseits von Gut und Böse, aber ich kenne mich hier zum Glück aus. Ja, es regnet hier ein wenig, ich bin gerade in der Nähe vom Reichsparteitagsgelände. Mein Weg heute wird mich durch einen Wald führen, über zwei Seen, beziehungsweise den Weiher, den Pfalzner Weiher. Ich hoffe, es wird nicht noch viel mehr regnen. Und auch am heutigen Mittwoch ist es, glaube ich, macht sich der Lockdown bemerkbar. Es ist relativ wenig los, es ist sehr angenehm zu wandern, noch angenehmer zu filmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und wir befinden uns gerade am Reichsparteitagsgelände, praktisch am Hinterteil. Wenn man jetzt weiter durchlaufen würde, käme man zur Tribüne, wo damals ja, die Reden von Hitler gehalten worden sind. Da begeben wir uns aber heute nicht hin, sondern hier, unglaublich der Verkehr hier. Wir laufen daran vorbei und dann hoffentlich bald in den Wald. So, wir haben endlich die Straßen verlassen, sind jetzt auf dem Weg zum Pfalzner Weiher. Das ist ein Weiher, der relativ weit im Wald liegt. Hinter uns ist das Hilton Hotel. Das Stadion ist jetzt rechter Hand, also das Stadion in Nürnberg, das Fußballstadion. Es regnet mittlerweile etwas heftiger. Das soll uns aber nicht davon abhalten, trotzdem Spaß zu haben. Ich habe jetzt meine Kapuze aufgesetzt und auf geht's. Es ist fast wie im Herbst. Also wir haben geschätzte 11, 12 Grad. Regnerisch, das Laub schön bunt, hat auch was, finde ich auch schön, kann man mal machen. So, ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, um mich nochmal über Komoot aufregen. Und zwar hat sich das am Anfang schon ein bisschen blöd angestellt und mich wieder wirr in der Gegend rumgeschickt, habe ich ja erzählt. Und jetzt bin ich im Wald, jetzt hat er sich das so kurzzeitig beruhigt. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal. So, wir laufen genau diesen blauen Weg entlang, also eigentlich total richtig. Komoot zeigt aber an, dass wir jetzt gerade durch den Wald laufen, angeblich zu einem Fluss entlang. Ich drehe euch mal um. Da ist kein Fluss. Also ich weiß nicht, warum Komoot solche Probleme hat zu orten. Mein Handy ist nicht alt, das sollte jetzt auch ein relativ guten GPS-Chip verbaut haben. Keine Ahnung, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg, jetzt gehen wir wieder am See entlang. Ich weiß es nicht. Ach, schwierig. Das Leben kann so hart sein. So, meine Freunde, mittlerweile haben wir 6 Kilometer hinter uns. Der Regen hat ein wenig nachgelassen. Ich finde, die Luft ist wunderbar im Wald. Und wer sich fragt, was ich da immer in meinem Ohr habe, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts. Und zwar war das gerade der Podcast von Schröder und Somuncu, falls ihn jemand kennt. Da geht es um politische Themen, um gesellschaftliche Themen, manchmal auch um Philosophie. Im Moment viel um Corona, viel um den Umgang mit dem Lockdown, um die Politik und wie sie mit uns umgeht. Aber auch viel mit Humor, mit Selbstreflexion. Vieles dabei, was sehr interessant ist, höre ich sehr gerne. Dauert so zwischen 1,5 und 3 Stunden in der Regel. Den habe ich jetzt schon durchgehört. Und jetzt höre ich mir Curse an. Der Rapper Curse, der macht auch einen Podcast über Meditation und Selbstreflexion. Und wie man im Westen mit Sorgen und Nöten umgehen kann, finde ich auch sehr interessant. Ich finde es generell richtig, richtig geil, welche Vielfalt an Podcasts es mittlerweile gibt. Auch True Crime Podcasts und humorvolle Podcasts und Quatsch und Nachrichten und so. Und es ist sehr abwechslungsreich und für mich immer sehr entspannend, wenn ich alleine auf Tour bin. Einfach ein bisschen Podcast hören, auf dem einen Ohr, auf dem anderen Ohr die Natur genießen. Oder auch mal Podcast rausnehmen oder einfach die Natur in Dolby Surround praktisch zu mir, zu Gemüte führen. Oh, da hinten ist Nebel, das ist aber auch schön. Oh.
was auch immer sehr lustig ist, wenn man alleine unterwegs ist und eine Kamera mit dabei hat und die dann in der Hand hält. Also ich habe nicht nur die Kamera, das ist eine GoPro, sondern auch so einen Selfie-Stick, der ausfahrbar ist und das sieht von Weitem so ein bisschen aus wie ein Schlagstock. Und wenn dann Leute vorbeifahren und das dann sehen, dann trauen die sich nicht so direkt drauf zu gucken, weil die halt nicht wissen, ob sie dann aufs Maul kriegen. Die wissen ja nicht, dass das bloß eine Kamera ist. Und dann siehst du die vorbeifahren, wir sind immer so gucken, so. Oder wenn du deine, diese Aufnahmen machst, wo du an der Kamera vorbeiläufst, du stellst die Kamera hin, läufst da wie der letzte Idiot irgendwie an der Kamera vorbei, läufst dann wieder zurück und holst die. Und dann fahren Autofahrer zum Beispiel vorbei und du achtest dann auf die Fahrer, dann gucken die immer so. Ja, ist schon lustig, also man erlebt mit der Kamera schon viele witzige Sachen, aber auch unwitzige Sachen. Mit der Drohne sind wir auch schon öfter mal angepöbelt worden, weil sich da Menschen davon in irgendeiner Art und Weise belästigt fühlen. Verstehe ich nicht die Mentalität. Manche interessieren sich auch dafür, die fragen dann, oh, technisch, wie funktioniert das? Was für eine Auflösung hast du? Das sind dann so die positiven Momente. Aber man erntet schon oft eher merkwürdige Blicke, muss ich sagen. Was aber meiner Belustigung dient. Heute aber wenige, muss ich sagen. Heute sind nur ein paar Radfahrer und zwei Wanderer waren unterwegs. Ganz wenig los. So, wie man im Hintergrund sehen kann, sind wir jetzt hier bei Europas einziger Waldampel, die auf Rot und Grün gleichzeitig steht. Das heißt, man soll stehen bleiben und die Natur genießen, aber gleichzeitig auch laufen und dabei auch die Natur genießen. Bisschen verwirrend das Ganze, aber doch eine schöne Idee. Da gibt es sogar ein Schild. Forstart. Aha. Es handelt sich also um Kunst. Welche Art von Kunst, verstehe ich nicht, weiß ich auch nicht, aber lustig. Lustig ist es allemal, lustige Kunst ist gute Kunst, das weiß jeder, der hier meine Videos guckt. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Wegstrecke geschafft, bin immer noch dabei, Curse zu hören. Falls ihr öfter mal alleine unterwegs seid und Podcasts hört, lasst mich mal wissen, was ihr hört. Wäre auch mal interessant, vielleicht gibt es ja so einen Austausch an Podcast-Fanatikern und deren Lieblingsstücke. Und ich laufe erstmal weiter. So, ich begebe mich so langsam raus aus dem Wald. Ich habe noch ungefähr 1,5 Stunden Fußmarsch vor mir. Es dämmert so langsam und das war auch so der Plan, weil ich ungern im Dunkeln durch den Wald stapfe. Die Luftfeuchtigkeit hat extrem zugenommen durch den Regen. Es ist auch alles nass und feucht. Es wird auch langsam neblig, also so ein leichter Nebel legt sich zwischen den Bäumen. Es ist wirklich sehr schön anzusehen. Meine Füße schmerzen. Da fällt mir ein, die Frage, die Sebastian von Outdoor mit Sebastian, Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, gestellt hat, ab wann andere Wanderer über Schmerzen klagen. Er meinte ja, glaube ich, ab Kilometer 30 oder 40. Bei mir ist es tendenziell eher andersrum. Ich laufe meistens mit Schmerzen los und kehre dann schmerzfrei nach Hause. Ist ein bisschen seltsam, aber so hat wohl jeder seine eigene Fuß- und Schmerzproblematik. Und im Moment geht's. Schmerzen lassen immer weiter nach. Ich habe jetzt auch mal meinen Podcast weggelegt, um einfach die Natur in ihrer vollen Güte zu genießen. Dem Teil, das ich gehört habe von Curse, ging es um Sorgen. Da hat er auch den Tipp gegeben, den ich ganz gut finde. Einfach mal auf seine Umgebung hören, egal wo man ist. Alles abschalten, kein Fernseher, kein Netflix, keine Musik, keine Podcasts. Und einfach mal hören auf das, was um einen herum so passiert. Das machen wir heutzutage, glaube ich, auch viel zu selten, weil wir ständig dabei sind, uns abzulenken mit Fernsehen, mit Reisen, mit YouTube, mit was auch immer. Dabei würde uns auch mal ganz gut tun, einfach zu entspannen, nichts zu tun und im Hier und Jetzt zu sein. Mit diesen Worten geht's weiter. So, wie man unschwer erkennen kann, es dämmert schon gewaltig. Ich bin immer noch im Wald, also es geht doch ein ganzes Stück länger durch den Wald, als ich dachte. Gedanklich war ich jetzt oder wäre ich jetzt eigentlich schon raus gewesen, aber es geht dann doch noch ein gutes Stück. Ich meine jetzt so
ein oder zwei Kilometer dürften jetzt noch sein, dann geht es wieder zurück auf die Straße. Man hört sie auch schon im Hintergrund, das Martinshorn. Ja, Schmerzen machen sich bemerkbar. Interessanterweise lief ich mit Schmerzen los. Die waren dann nach einer Weile praktisch weg. Und jetzt merke ich schon gewaltig im rechten Fuß. Ich hoffe, ich halte durch und muss nicht auf die U-Bahn umsteigen. Es bleibt spannend. Und ich hoffe, dass ich es rausschaffe, bevor es dunkel ist. Weil es wird schon langsam ungemütlich. Ungemütlich. Und das macht man deutsch kaputt. Ja, Leute, da ist man hier nichts ahnend im halbdüsteren Wald unterwegs. Es regnet wieder ein bisschen. Schaut nach links, schaut nach rechts. Und was sieht man da? Ein Reh. Ich hoffe, man sieht das jetzt auf der Kamera. Wenn nicht, ich gehe jetzt auch gleich noch mal ein bisschen näher ran. Sieht gerade jetzt bei den Lichtverhältnissen täuschend echt aus. Ich habe mich auch ein bisschen erschreckt. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, egal wie ich mich hier bewege und welche Geräusche ich mache, es tut sich nichts. Also kein echtes Reh. Vielleicht wieder ein Kunstprojekt wie vorhin die Ampel. Aber um die Uhrzeit alleine im Wald, wenn man dann nichts ahnend durch die Gegend läuft, kann das einem schon mal ein bisschen einen kleinen Schrecken einjagen. Also ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es sich hierbei um ein Kunstprojekt handelt, denn keine 50 Meter weiter ist hier noch so ein Exemplar, diesmal allerdings nicht von einem Reh, sondern von einem, ich würde sagen, Wildschwein, das auch in Echtgröße hier steht. Ja, man sieht es jetzt vielleicht hinter mir links. Wenn ich das Reh vorher nicht gesehen hätte und ich hätte das jetzt als erstes gesehen, dann weißt du Bescheid, dann wäre ich jetzt aber richtig krass gerannt. So, und ungefähr 20 Meter vom Wildschwein entfernt ist auch des Rätsels Lösung. Nämlich hier im Hintergrund sieht man einen relativ langen Baumstamm und der weist auf den Erlebnispfad Pfalzener Weiher hin. Das heißt, es gibt wohl anscheinend noch weitere solche Schattenstatuen, die jetzt etwas unrealistischer Natur ist. Also ich glaube, man wird hier keine Giraffe finden, mit Sicherheit auch keinen Elefanten und ein Haus wahrscheinlich eher weniger mitten im Wald. Aber es ist wohl so Teil für Kinder, Jugendliche oder für Leute, die was erleben möchten. Ja, ist doch ganz nett. Vielleicht finden wir ja noch die Giraffe und den Elefanten. Das wäre natürlich auch lustig. Da wäre ich aber wahrscheinlich um die Uhrzeit nicht mehr weggerannt, weil ich mir auch gedacht hätte, Leute, eine Giraffe in Bayern neben einem Elefanten. Ah, Bruder, mach nicht diesen. So, meine Freunde, nachdem wir jetzt einen kleinen Exkurs durch den Sumpf gemacht haben, sind wir jetzt am Pfalzener Weiher. Das war das Ziel des Tages. Es ist auch schon relativ dunkel, also ich denke, man wird auch nicht mehr so viel sehen können auf dem Video. Deswegen würde ich das dann jetzt an dieser Stelle auch beenden. Ich habe auch nicht mehr viel Heimweg. Das ist jetzt ungefähr so, vielleicht ein Kilometer noch, bis ich zu Hause bin. Die Schmerzen sind erträglich, aber die verlangsamen mich schon sehr, sehr deutlich. Von durchschnittlich 5,5 Stundenkilometer bin ich jetzt bei ungefähr 4. Das wird sich alles noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber ich freue mich, wie ganz oft am Ende von einer solchen Wanderung, auf ein kleines, kühles Bierchen und auf die Dusche. Und dann verabschiede ich mich zumindest für heute und ich sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus.